wenn wir Musik hören? Okay, einige fangen an zu zappeln, aber bei anderen passiert da oben eine ganze Menge. Aber was genau? Ob Oper von Pavarotti oder Popmusik von Coldplay. Wenn wir Musik hören, herrscht im Oberstübchen Action. Experten sagen sogar, der Mensch hört nicht mit den Ohren, sondern mit dem Gehirn. Neben Klängen, Klangfarben, Tonhöhen und Rhythmen, die wir mit der Großhirnrinde verarbeiten, werden beim bewussten Zuhören bei professionellen Musikern sogar Bereiche aktiv, die normalerweise für die Sprachverarbeitung zuständig sind. Und im Bereich des Stirn dann wird das Gehörte mit früheren Musikerlebnissen verglichen. Wenn Musikhören so viele Gehirnareale aktiviert, verbessert es dann die geistige Leistungsfähigkeit? Dass Mozart-Hören schlau macht, dieser Glaube war jahrelang weit verbreitet. Es lässt sich nicht beweisen, dass Musikhören schlau macht. Es ist allerdings klar, dass Musikmachen sehr viele positive Effekte auf das Gehirn hat. Deshalb ein Tipp: Ermöglichen Sie es Ihren Kindern, ein Musikinstrument zu lernen. Denn das erhöht einerseits die Konzentrationsfähigkeit und andererseits schult es die Feinmotorik. Außerdem ist es eine gute Möglichkeit, Stress zu bewältigen und macht auch ganz einfach Spaß.